Hier ist es direkt zur Brünner Straße auf einem Firmenareal zur Abgabe eines tödlichen Schusses gekommen. Ein 43-jähriger russischer Asylwerber ist hier tödlich getroffen worden. Es ist sofort eine Alarmfahndung in Niederösterreich ausgelöst worden. Hier ist ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug in Richtung Linz auf der Autobahn unterwegs gewesen. Das Einsatzkommando Cobra hat hier Stellung bezogen und das Täterfahrzeug, das vermutliche Täterfahrzeug, konnte hier im Stadtgebiet von Linz angehalten werden. Der mutmaßliche Täter, es dürfte sich hier auch um einen russischen Staatsbürger handeln, konnte hier widerstandslos festgenommen werden. Ja, nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Schussabgabe zumindest durch einen Schuss erfolgt. In welchem Zusammenhang diese beiden Personen gestanden sind oder stehen, ist uns derzeit nicht bekannt. Unsere Ermittler der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich sind derzeit bei der Spurensicherung und da muss man auch das Ergebnis abwarten.